Unser Verein heißt Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution e.V. Wir haben unseren Hauptsitz in Stuttgart und sind ein ehrenamtliches Netzwerk von Menschen, die Frauen dabei unterstützen, aus der Prostitution auszusteigen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, wir möchten einen gesellschaftlichen Wandel herbeiführen, weg von dem Blick auf die Frau in der Prostitution hin zu den Verursachern von Prostitution, den Freiern, Zuhältern, Menschenhändlern. Also das Prostituiertenschutzgesetz sieht ja auch vor, dass Bordelle sich eine Genehmigung einholen müssen und bestimmte Auflagen erfüllen müssen. Das finden wir erstmal gut. Die Umsetzung des Gesetzes finden wir jetzt nicht ausreichend. Also dann außerdem gibt es die Anmeldepflicht für die Frauen in der Prostitution, die ich kritisch sehe, weil die Frauen, wenn sie keinen Ausweis haben und kontrolliert werden, ein Bußgeld bezahlen müssen. Und wir sind unbedingt dafür, dass alle Menschen in der Prostitution entkriminalisiert werden, dass sie niemals mit einem Bußgeld zu rechnen haben, niemals irgendwelche Sanktionen erfahren, weil sie in der Prostitution sind. Und ein weiterer Bestandteil vom Prostituiertenschutzgesetz ist die Kondompflicht. Die befürworten wir, weil sie den Frauen ein bisschen mehr Handhabe gibt. Die ist natürlich nicht einfach zu überprüfen, aber sie hat den richtigen Blick auf das System Prostitution. Sie nimmt die Männer in die Verantwortung. Nur die Männer müssen Strafe zahlen, wenn sie ohne Kondom das machen möchten mit den Frauen. Das nordische Modell besteht aus mehreren Säulen, 3 bis 4. Die große Hauptsäule ist das Sexkaufverbot, also dass alle Profiteure von Prostitution bestraft werden, Freier, deswegen Sexkaufverbot, aber auch Menschenhändler und Zuhälter. Das hat als Grundlage, dass man annimmt, Prostitution ist Gewalt. Also jeder Akt, der durchgeführt wird, ist Gewalt. Und wir als Gesellschaft sehen das so. Und die Menschen, die das ausnutzen, dass Frauen oder Trans oder auch einige Männer in die Prostitution geraten, die werden dafür bestraft. Ein anderer Bestandteil ist die Entkriminalisierung von den Menschen in der Prostitution. Sie haben mit keinem Bußgeld zu rechnen und keine Strafe. Es gibt keinen Sperrbezirk oder ähnliches. Der dritte Bestandteil ist Ausstiegsarbeit, also ein flächendeckendes Netz an Ausstiegshilfen für die Menschen in der Prostitution, und zwar nicht nur in Form von Beratungsstellen, sondern auch Alternativen für die Frauen. Also dass nicht nur Alternativen gesucht werden, so wie das in vielen Städten jetzt momentan in Deutschland stattfindet, wenn es dort Ausstiegshilfe gibt. Das sind nicht viele Städte, sondern auch Alternativen geschaffen werden. Wie zum Beispiel in Stuttgart, wo dann ein Verein Ausbildungsplätze für die Frauen bereitstellt. Eine vierte Säule ist die Aufklärungsarbeit. So, die Gesellschaft aber auch schon angesetzt in der Schule, dass den Kindern, Jugendlichen vermittelt wird, wie wir als Mann und Frau miteinander umgehen. Also so, dass man nochmal darauf schaut, dass es dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft werden. Und da halt auch schon ansetzt bei den Jüngsten. Und ach so, ja genau, wie wir dazu stehen zum nordischen Modell. Ja, wir befürworten das, wir fordern das nordische Modell. Wir möchten das unbedingt. Wir möchten dabei auf die Länder schauen, die das auch schon haben. Das sind Schweden, Nordirland, Norwegen, Frankreich, Island, Israel. Und wir möchten schauen, wie wird es dort umgesetzt, welche Erfahrungen haben die Länder und wie können wir das auf Deutschland gut übertragen. Also wir möchten auch von den negativen Erfahrungen, die sie machen, möchten wir
die möchten wir hier einarbeiten in das Konzept. Denn so wie es jetzt in allen Ländern läuft, ist es auch noch nicht perfekt. Wir möchten es gerne für Deutschland dann perfekt. Und da muss viel Geld für fließen und viel Arbeit rein investiert werden. Aber wir möchten das unbedingt, weil es diesen gesellschaftlichen Blick auf Prostitution verändert.